Genau. Also erstmal herzlich willkommen, eine überschaubare Gruppe, aber trotzdem sehr schön, dass Sie gekommen sind heute. Ich freue mich sehr, Frau Professor Dr. Maria Eleonora Karsten zu begrüßen von der Leuphana Universität Lüneburg. Wir haben vereinbart im Vorfeld, weil Maria so viel gemacht hat bereits, dass sie sich selber kurz vorstellt, damit Sie ein bisschen einordnen können. Und wird uns eben aus dem wichtigen Bereich des Qualitätsmanagements heute einen Vortrag halten. Und ich hoffe auf rege Diskussionen im Anschluss an den Vortrag. Also Sie werden dann noch Möglichkeit haben, nachzufragen. Dann übergebe ich und vielen Dank, dass Sie da sind. Gerne. Ja, ich begrüße Sie auch zu heute und hoffe, dass Sie ganz viel davon haben. Das, was ich mit Ihnen mache, ist ein mittlerweile für das zweite Semester 10-jährig erprobtes Konzept. Das Gesamtkonzept ist immer seit 20 Jahren weiterentwickelt worden. Sie hören schon, ich bin relativ lange dabei. Ich bin nämlich dabei seit dem allerersten Elementarbereichsmodellversuch 1969 in Nordrhein-Westfalen. Damals wollte man darüber nachdenken, ob die Fünfjährigen in eine Vorklasse gehen sollten oder in einen Kindergarten. Solche wesentlichen Fragen wurden damals gestellt. Und ab da gab es ja eine erste Bewegung der Elementarpädagogik, also eine erste Bildungsreform. In dieser ersten Bildungsreform war ich dann auch 6 Jahre lang Kinderladenleiterin, werde also Bestandteil der Kinderladenprojekte der Hans-Böckler-Stiftung sein. Und seit ich in Lüneburg bin, bin ich auch gleichzeitig bis zum 31.03. dieses Jahres nicht nur zuständig für den Bereich, sondern auch fürs Lehramt an berufsbildenden Schulen, Fachrichtung Sozialpädagogik, also das sind die Lehrkräfte, die in Berufsfachschulen, Fachschulen Erzieherinnen ausbilden und gleichzeitig mit dem Bachelor- und Master-Modell heute auch lehrend selber in Hochschulen, Fachhochschulen und Universitäten tätig sein können. Naja, und dann bin ich noch Mitglied der Akkreditierungskommission, also der Organisation, die Studiengänge im Bereich Bildung, Erziehung, Soziales, Gesundheit, Pflege zulässt. Und aus diesen ganzen Kontexten heraus ist der heutige Vortrag, wo Sie die Übersicht zunächst mal sehen, nämlich zunächst starte ich mit Grundfragen und einigen Grundlagen, weil ich habe lernen müssen in den letzten Jahren, dass dieser Teil, nämlich der Handlungsbedingungen, die dann Qualität ausmachen, immer noch ganz, ganz, ganz wenig gesichertes Wissen existiert. Es geht dann weiter über die gesetzlichen Vorgaben zu Kriterien, zu einer Übersicht, was Sie alles im Laufe Ihres Studiums dazu erarbeiten, erforschen könnten, wo sich auch große berufliche Felder und Karrieremöglichkeiten auftun, und schließe dann mit der Frage, Qualitätsmanagement ist eben eher eine Frage der Professionalität als der Techniken. Und dementsprechend Qualitätsentwicklungsarbeit ist, Sie kennen das, eine Escher'sche Treppe, die hört nie auf. Wenn Sie jetzt begonnen haben, die Qualitätsfrage in Bildung, Erziehung und Betreuung zu stellen und in dem Bereich zu arbeiten, werden Sie eine solche Art Escher'sche Treppe, solange Sie berufstätig sind und wahrscheinlich, wenn Sie dann noch ehrenamtlich tätig sind, auch darüber hinaus praktizieren. Manche nennen das auch Sisyphusarbeit. Aber ich denke, Escher'sche Treppe, dass es immer weitergeht und auch positiv weitergeht, ist, glaube ich, für ein zweites Semester hoffnungsvoll. Sie haben die Chance, da richtig was zu tun. Ich komme zu den Grundfragen. Wir haben mehrere Stände der Diskussion und einer ist am bekanntesten, nämlich im Prinzip gehen alle davon aus, dass Qualitätsfragen was Gutes sind. Und dass Qualitätsmanagement was Gutes ist und dass man das auch gar nicht unbedingt wahnsinnig kritisch hinterfragen muss, sondern das ist erstmal was Gutes. Und dementsprechend wird es auch gerne als eine Marketingstrategie genommen, wie das direkt folgende Beispiel mit der Aufforderung, neue Qualität in der Kita, entwickeln Sie jetzt Ihre Kindergartenkonzeption mit fertigen Bausteinen. Können sich leicht vorstellen, dass fertige Bausteine, das ist so wie Instantsuppe. Kostet zwar auch nur 95 Cent, aber schmeckt auch saumäßig. Und so ist das mit Qualitätsbausteinen, die fertig sind, auch. Die sind homöopathisch verdünnt, wie zum Beispiel die nachfolgende, das ist nur ein Beispiel, Sie kriegen das ja alle zum Nachlesen. Qualität in der Kita, das ist also eine neue Zeitschrift, die kriegt man dann monatlich.
und die hilft Ihnen super konkret, verständlich und Heft für Heft die Qualitätsentwicklung in Ihrer Kita zu fördern und dabei Baustein für Baustein ein eigenes Qualitätsmanagement aufzubauen. Das ist so, wie alles Gute ist drin und Sie brauchen auch gar nicht mehr denken und Sie müssen auch gar nicht mehr methodisch arbeiten und Sie brauchen auch überhaupt gar keine Kenntnisse, wenn Sie nur das anwenden, was wir für Sie vorgedacht haben. Dass das wahrscheinlich bei den höchst unterschiedlichen Kindertagesstätten, bei den höchst unterschiedlichen Konzepten, bei der großen Differenz zwischen Stadt und Land überhaupt nicht hinhauen kann, ich glaube, das kann man sich sehr schnell vorstellen. Das ist eben, wie gesagt, wie Fertigsuppe. Dementsprechend müssen wir, oder dementsprechend wird gerne auch schon fast konventions- und ritualmäßig gesagt, eben aber als Denkkonvention, nicht als Aufforderung zum Denken. Die Kindertagesstättenpraxis gilt als verbesserungsbedürftig. Ja, die leeren Kassen der Kommunen sind schuld. Deswegen haben wir so eine schlechte Erzieherin-Erzieher-Kind-Relation und das müssen wir ändern. Vorgestern hat Frau Schröder, unser aller Bundesministerin, gesagt, wenn die Kommunen jetzt nicht endlich auf die Tube drücken und mir bis September sagen, wie viel sie für den Kindertagesstättenausbau brauchen, dann geht das in ein anderes Bundesland. Also das heißt, sie hat eine ganz große Drohgebärde aufgemacht, aber davon kriege ich auch keine Qualität, wenn ich denn nur Quantitäten haben möchte. Ja, und als weiteres Argument gilt, der Rückgang der Geburtenrate verschärft die Konkurrenzsituation und deswegen sei Qualität eben überlebensnotwendig in diesem Konkurrenzkampf für die Kindereinrichtungen, aber eben auch als Überlebenschance. Ja, und dieses wird nahezu gebetsmühlenartig seit 1992 zunächst für den Bereich der Jugendhilfe, dann für den Bereich des Jugendgerichtsgesetzes, dann für den Bereich der Integrationsarbeit, dann für den Bereich der interkulturellen Arbeit. Das wird seit 92 ganz regelmäßig wiederholt als notwendige Managementkonzepte mit dem Ergebnis, dass sich bis heute nichts getan hat. Weil, wenn so vorgegangen wird und quasi von oben den Menschen gesagt wird, was sie richtig machen und wie sie es richtig machen sollen, dann fühlen sich erwachsene, professionelle Frauen vielleicht auch mal ein Stück übergangen in ihrer Kompetenz. Vielleicht sind die Erfahrungen dann auch nicht wichtig genug genommen worden. Jedenfalls haben wir mittlerweile eine große Anzahl an Qualitätskonzepten, wie zum Beispiel AWO-Qualitätsmanagement, QM, Elementar, das Kieler Instrumentarium für Elementarpädagogik, ganz besonders interessant, KESR und KRIPS-R, das sind aus Amerika übersetzte Einschätzskalen von Anfang der 80er Jahre, die deswegen nicht mehr so ganz hinhauen, weil eben seit Anfang der 80er Jahre hat sich für Mädchen und Jungen die Welt so dermaßen verändert, dass es zum Beispiel ganz selbstverständlich ist, dass Mädchen und Jungen durchaus kritisch Fernsehen gucken. Mädchen und Jungen haben Zugang zu Internet. Mädchen und Jungen, nicht alle, aber eine ganze Menge, haben Zugang zu einer Vielzahl von Literatur. Und eine Materialpädagogik der 80er Jahre stimmt einfach mit heute, wenn es durchaus so etwas wie spielzeugfreie Kindergärten gibt, so etwas wie Familienzentren gibt. Das stimmt dann nicht mehr so ganz überein. Einige wenige haben sich dann auch an der Frage der Trägerqualität, also wer ist es denn da eigentlich, die das Ganze organisieren? Die Wohlfahrtsverbände, die Selbsthilfen bis zu eben privatwirtschaftlich organisierten Einrichtungen. Alle reden über Qualität. Branchenunabhängig werden dann auch noch zusätzlich DIN ISO 9001 oder die EFQM angesetzt und um Ihnen die Möglichkeiten, aber auch eine gewisse Absurdität solcher Konzepte und wie sie methodisch vorgehen, deswegen ist es die Aufforderung, selber zu denken. DIN ISO legt fest und sagt, dass der wichtigste Grundsatz ist, egal was man festlegt, man muss die Methode festlegen, mit der irgendetwas beschrieben wird. Dann wird zum Beispiel gefragt, wie sieht das mit dem Personal aus?
Und wenn jetzt ein Betrieb, eine Kindereinrichtung, ein Kinderheim, eine Tagesstätte, ein Familienzentrum festlegen würde, unsere Personalarbeit wird per Kaffeesatz gemacht, kann man sich noch streiten, griechischen oder türkischen, dann ist das festgelegt und dann ist das eine Norm nach DIN ISO 9001. Sie sehen daran, man muss inhaltlich was daran tun, man kann es auch absurd machen. Das heißt also, Qualität ist ein relationaler Begriff. Es ist eine Relation und dazu haben Sie schon ganz, ganz viel in den anderen Vorlesungen gehört. Nämlich, Sie haben eine Menge dazu gehört, wie überhaupt Kindheit erforscht werden könnte. Sie haben eine Menge dazu gehört, wie verschiedene Bereiche des Lebens der Kinder, Mädchen und Jungen, die Aneignung ihrer Welt strukturieren. Sie haben was zu Geschichte gehört und werden noch was hören. Sie haben zu allen möglichen Themen schon etwas gehört. Die müssen, können Sie alle mit rübernehmen und daraufhin befragen, was sagen die mir aus über pädagogische Qualitäten, Interaktionsqualitäten, Kooperationsqualitäten und wo werden bei diesen pädagogischen Überlegungen die Rahmenbedingungen mitgenannt? Rahmenbedingungen zum Beispiel die Konzeption, offen zu arbeiten, keine festen Gruppen zu haben. Oder wie im Reggio-Ansatz, funktionsdifferenzierte Räume zu haben, ist eine Vorbedingung, die zu vollkommen anderen Qualitäten für die Interaktion führt. Oder auch entsprechende Überlegungen zu Zeitwohlstand von Mädchen und Jungen, wenn die spielen. Und auch da gibt es wieder ganz positive Möglichkeiten, nämlich die positive Möglichkeit, den Mädchen und Jungen auch wirklich ihre Zeit zu geben, weil die nehmen die sich sowieso nach allen Forschungen, oder aber Mädchen und Jungen zu stören. Und dazu liegen Analysen vor, zuletzt in der Masterarbeit, wo dann die positiven Varianten war, dass Erzieherinnen es professionell wunderbar ausgehalten haben, Mädchen und Jungen sich die Welt aneignen zu lassen. Dass sie das tatsächlich selbstbestimmt, partizipativ selber tun durften. Aber es gibt auch das Gegenbeispiel, nämlich dass ein Mädchen fünfjährig, die sehr intensiv und konzentriert in einem Spiel war und es sich aneignete, an einem Morgen 48 Mal gestört worden ist. Weil eine Erzieherin intervenieren wollte. Weil es ein Angebot geben sollte, weil es was zu essen geben sollte, weil dieses Mädchen gefragt wurde, ob es nach draußen gehen möchte, ob es nicht an der Stelle spielen möchte, an der Stelle spielen möchte. Und das Fantastische war, dieses Mädchen hat sich durch 48 Mal nicht stören lassen. Weil sie hat sich ihre Zeit in ihrem Spiel, ihre Welt sich anzueignen, genommen. Und sowas kriege ich aber nur heraus, wenn, was in den Gemeinsamen der Konzeptionen drin ist, nämlich tatsächlich die Prozessqualität angeguckt wird. Strukturqualität, das wären jetzt die Räume, das Personal, die Zeitorganisation, die Dienstpläne, die Konventionen, wie der Tag eingeteilt wird. Aber eben die Strukturqualität besagt noch lange nichts darüber, wie innerhalb dieser Strukturen tatsächlich gehandelt wird. Und zwar in der Gruppe der Mädchen und Jungen, in der Gruppe nur der Mädchen, in der Gruppe nur der Jungen, von Jüngeren und Älteren. Und das ist ein Punkt, da müssten wahrscheinlich Diskussionen nachher zugeführt werden, weil es ein bisschen auch hier in den Vorlesungen war, wenn da von Mädchen und Jungen die Rede ist, dann werden die eigentlich nie älter. Die sind entweder unter 3 oder 5. Als Beispiel, über das nachgedacht wird. Nur dazwischen liegen ganz, 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 ganz viele Entwicklungszeiten und die kriege ich nur zu sehen, wenn ich mir die konkreten Prozesse angucke. Also Dokumentationen mache, wenn ich Videoaufzeichnungen mache, wenn ich ganz, ganz viel darüber nachdenke, wie die verschiedenen Interaktionen unter welchen Bedingungen sind. Und zwar bitte unter allen Bedingungen, weil Management bedeutet auch alle Bedingungen zu berücksichtigen. Und es ist ein Riesenunterschied, ob eine Gruppe Mädchen von morgens um 7:45 bis um 10 in einer Dreiergruppe zusammen sich die Welt aneignet oder ob in dieser Zeit von 7:45 bis um 10 ein Frühstück, ein Morgenkreis und alle möglichen anderen Aktivitäten angeboten werden und diesen Mädchen eigentlich gesagt wird, du, ihr könnt machen, was ihr wollt,
aber euer eigenes Spiel ist heute nichts wert. Also Prozesse sind das Entscheidende und die Wege darüber sind Selbstevaluation und Fremdevaluation, also Beobachtung, Selbstaufschreibungen, Zeitanalysen, Videoanalysen, Filme drehen, verschiedenstes Material. Nur das Interessante ist, obwohl wir so viele Qualitätsmanagementkonzepte haben, gibt es gerade zu den Qualitätsentwicklungsprozessen nahezu keine Forschung. Sondern immer nur dann, wenn man die Themen tatsächlich ausführlicher sich anguckt, dann gibt es auch dazu Forschung. Das, was wichtig wäre zu berücksichtigen, was aber nicht in allen berücksichtigt wird, sind die deutlichen Unterschiede, nämlich der Beteiligungsgrad. Wer wird denn eigentlich beteiligt an der Selbstbeobachtung, an der Fremdbeobachtung? Also der Beteiligungsgrad von Erzieherin, Leitung, Träger. Die tatsächliche Prozessgestaltung dieser Evaluation, wird das auf kollegial, partizipative Weise mit einer positiven Wertschätzung gemacht oder wird es eher ausgeführt, um Zensuren zu verteilen? Das finden Sie auch durchaus häufig, dass Länder dann in Auftrag geben, dass die Qualität der Kindereinrichtungen in Zensuren bemessen wird. Wenn dann die Instrumente so ein gemitteltes europäisches Niveau vorsehen, dann kommt da sowas zwischen 1,8 und 2,7 bei raus und dann weiß man so in etwa, die sind nicht ganz schlecht, aber sie sind auch nicht ganz gut. Und dann hat man aber im Grunde genommen zwar eine Zensur, aber wie bei jeder Zensur weiß man eigentlich nicht, wie sie zustande gekommen ist, warum man sie hat. Also geht es auch darum, wieder Prozessgestaltung offen zu legen, die pädagogischen Ansätze zu praktizieren. Und das Entscheidende, und das ist das, was im Gesetz vorgesehen ist, sie sollten eigentlich entwicklungsorientiert sein. Also Qualitätserarbeitung, um eine Entwicklung positiv zu befördern. Es gibt aber durchaus Träger, die Instrumente dazu nutzen, um prüforientiert zu sagen, die sind gut und die sind nicht, oder wir prämieren hier und wir prämieren da. Entscheidend ist, die fachlich-professionellen Zuständigkeiten werden Sie irgendwann mal haben. Weil wenn Sie mit diesem Studium hier fertig sind, sind Sie akademisch vorgebildet, haben forschen gelernt, haben die Forschungsmethoden für Evaluation erlernt und dann wird die Praxis sagen, mach du mal. Das heißt also, Ihre professionelle Zuständigkeit wird immer größer. Und Sie können diese professionelle Zuständigkeit annehmen oder nicht annehmen. Wenn Sie sie annehmen, dann geht es darum, dass Sie sich damit kritisch auseinandersetzen können. Weil, auch das ist eine Tendenz, mit einem Universitätsabschluss werden Sie in die Richtung von Leitungspersonen laufen und als Leitungsperson auch heute schon zuständig sein, aber dann werden Sie zukünftig zuständig sein und das sieht dann plötzlich so aus. Ist auch ein Beispiel, nämlich wie Leitungskräfte, welche Fragen bei denen gestellt werden. Die Leiterin, Schlüsselfigur für die Qualität. Und dann soll die das alles jeweilig in die Evaluation hineinnehmen, nämlich Öffentlichkeitsarbeit und Kooperation, Finanzen und Betriebswirtschaft, fachliche und persönliche Voraussetzungen werden da diskutiert. Als Leitungsaufgabe wird das dann so schön formuliert, die Kenntnis und wirksame Anwendung geeigneter Methoden des Sozial- und Qualitätsmanagements. Und es dürfte Ihnen aufgefallen sein, dass ich bisher ganz gezielt Management noch überhaupt gar nicht beschrieben habe. Weil da kommen wir auch in eine ganz große Schwierigkeit rein. Wie gesagt, alle meinen, das wäre was Gutes. Ist auch was Gutes, die Leitungsrolle aktiv auszugestalten. Nur, die Managementkonzepte, auf die sich die meisten beziehen, stammen überhaupt nicht aus dem Bereich personenbezogener pädagogischer Arbeit, sondern sind entwickelt worden im Managementdenken, zum Beispiel für den Autobau. Und beim Autobau, da kann ich entscheiden, tue ich noch einen Kotflügel dran oder mache ich noch eine Zierleiste dran, damit ich Modell X von Modell Y unterscheiden kann. Nur bei einem Mädchen und einem Jungen verbietet die Verantwortung vor dem Leben und der Identität und Subjektivität, dem kann man keine Chromleiste dran basteln.
Und der kann in der oder diejenige kann nicht in eine, in ein anderes Muster verschoben werden, sondern die Interaktion bedeutet, es ist notwendig, dass alle Beteiligten und eben nicht nur die Leitung die fachliche, pädagogische Qualität, die öffentliche Verantwortung für Bildung, Erziehung und Betreuung von Mädchen und Jungen übernimmt und dabei sich gegebenenfalls sogar mit Eltern, mit Personensorgeberechtigten darüber intensiv auseinandersetzt, was denn jetzt nun wirklich eine gute Qualität des Aufwachsens wäre. Außerdem sagen über 80%, und das ist der Grund, warum ich das Thema bei Ihnen mit anspreche, mehr als 80% der Leitungskräfte haben eine abgeschlossene Erzieherinnenausbildung, ganz viele Fortbildungen, aber nur jede 10. Leiterin hat einen akademischen Abschluss, da Evaluation, Selbstevaluation, Fremdevaluation und Qualitätsentwicklung aber akademisch-empirische Forschungsmethoden erfordert, fühlen sich heute viele überfordert und das ist eine Aufgabe, die ihnen zuwächst. Das heißt aber, sie müssen das auch bitte sehr ernst nehmen. Deswegen wird heute der Weg gesucht und deswegen sitzen Sie ja hier auch. Sie sind ja auch eins von den Beispielen, wo Sie zwar noch keinen ganzen Studiengang, aber einen entsprechenden Schwerpunkt haben, nämlich, dass an verschiedenen Stellen berufsintegrierte Studiengänge gemacht werden. Teilweise als Fernstudienlehrgänge. Da können Sie sich vorstellen, dass das nicht so ganz einfach ist. Für pädagogische Prozesse im Fernstudium qualifiziert zu werden und sich zu qualifizieren. Und deswegen, das können Sie alles nachlesen, da ist zu viel auf der Seite drauf, das weiß ich, aber es ist zum Nachlesen extra drauf geschrieben. Geht es dann möglicherweise Ihnen so? Snoopy sagt, ich habe Snoopy bei einer Hundeschule angemeldet. Soll ich jetzt begeistert sein? Viele Hunde gehen zur Hundeschule, so wie Leiterinnen in ein entsprechendes Leitungsstudium gehen, aber nicht als Fernlehrgang. Das heißt also, auch das müssen wir problematisieren. Wir müssen problematisieren die Art und Weise, wie heute das Erlernen von Kompetenzen für Qualitätsentwicklung bundesweit organisiert ist. Denn, und damit komme ich dann zu dem Teil von Sozial- und Bildungsmanagement, und da ich nun mal immer noch die erste Universitätsprofessorin mit diesem Titel ist, also ich habe die Widmung dafür, erlaube ich mir an der Stelle deutlich zu sagen, ja, Management, Managerialismus legt Wert auf effizientes Management und auf den Einsatz von Systemen, Planung und Managementpraxis. Nur, wir haben es mit lebendigen Mädchen und Jungen, lebendigen Müttern und Vätern, lebendigen Erzieherinnen und Erziehern zu tun. Und alleine da schon, das wissen wir schon sehr lange, Luhmann Shaw haben das schon 1968 berichtet, haben wir ein Problem, weil die Beziehungen lassen sich nicht technisieren. Pädagogik ist nicht technisierbar. Luhmann Shaw haben das, zwei große Namen, damals als Technologiedefizit der Pädagogik beschrieben. Nur das müssen wir auch ernst nehmen. Wenn ich etwas nicht technisieren kann, weil es sich aus der öffentlichen Verantwortung heraus eben als nicht, tatsächlich nicht angemessen herausstellt, dann müssen wir uns in Frage stellen, warum finden das eigentlich alle so toll, wenn man Managementtechniken plötzlich auf Mädchen und Jungen anwendet und auf eine soziale Situation und auf eine Überprüfung und noch eine Überprüfung, mal der Sprache, mal der Bewegungsqualität, mal der kognitiven, mal der sozialen Kompetenzen. Und da ist ein Blick in die Fachdiskussion der Sozialpädagogik hilfreich, nämlich, wenn wir diese Fragen grundlegend nicht stellen, dann dethematisieren wir die Besonderheit der Situation im Umgang, im pädagogischen Umgang mit Bildung, Erziehung und Betreuung. Und wir dethematisieren, dass das jeweilig auch Menschen sind, die da die fachliche Arbeit machen. Und durch die Dethematisierung, indem wir es eben einfach nicht thematisieren, wird aus der
Disziplin- und Professionsgeschichte der wissenschaftlichen Sozialpädagogik und der Erziehungswissenschaft gedanklich ausgestiegen. Und genau das haben wir, und das ist dann die Aufforderung, wirklich die Literatur, die Sie heute zu lesen kriegen, sehr, sehr kritisch anzugucken. All die Literatur, die nur Bezugsliteratur ab 2005 hat, fällt in diese Beschreibung rein. Es wird dethematisiert, was bereits in der Erziehungswissenschaft und in der wissenschaftlichen Sozialpädagogik schon existierte. Das wiederum führt dazu, dass ahistorisch, unhistorisch, ohne die Entwicklung seit Comenius, die Entwicklung seit Humboldt, die Entwicklung in der westlichen Bildungsreform seit den 70er Jahren, in der gemeinsamen Bildungsreform West-Ost seit den 90er Jahren, was dort alles erarbeitet worden ist. Und es gab mal eine Zeit, da ist das sehr hart als geschichtsvergessen formuliert worden. Das ist das, was wir zum Teil in der Management-Diskussion heute haben. Es werden erreichte Diskussionsstände nicht weitergeführt und dadurch entstehen dann ganz besondere Merkwürdigkeiten. Aber es gibt auch sehr positive Beispiele und die habe ich jetzt bildlich vorgeführt. Das ist zum Beispiel für die ganze evangelische Kirche die Entwicklung des Handbuches für Qualität und Qualitätsentwicklung, zum einen im Allgemeinen und einmal für die bis dreijährigen Mädchen und Jungen. Dieses ist in ganz großem Maßstab kooperativ, partizipativ mit Fachkolleginnen, Fachberatungen, Fachmenschen aus der Praxis entwickelt worden und immer wieder rückgekoppelt worden. Und es hört auch einfach nicht auf, dass daran gearbeitet wird, sondern es wird fortlaufend daran weitergearbeitet. Und dieses fortlaufende daran weiterarbeiten sieht man dann zum Beispiel daran, auch das nur als Bild, dass zum Beispiel eine Vielzahl von Materialien entstehen, weil man kann nicht mit einem Qualitätshandbuch alle Situationen in Kindereinrichtungen erfassen. Und dass zum Beispiel immer aus gegebenem Anlass Nachlieferungen erfolgen. Und dieses Beispiel ist die Nachlieferung von Juni diesen Jahres, nämlich wie sieht es heutzutage angesichts der Zunahme von Krankheiten aus, was muss eine Erzieherin, ein Erzieher, eine Leitung, ein Träger wissen zur Medikamentengabe nach ärztlicher Verordnung. Ein Thema, was man natürlich nicht unbedingt immer so gerne anfasst. Am liebsten hat man natürlich nur gesunde Mädchen und Jungen, die möglichst auch nicht zu dick sind, auch nicht zu dünn sind, die gerne essen, die gerne spielen, die gerne aktiv sind, die gerne ständig ohne Hunger durch die Weltgeschichte laufen, die möglichst auch nicht arm sind. Aber wir haben leider eine Menge Zivilisationskrankheiten, die eben von Mädchen und Jungen mit in die Einrichtung gebracht werden. Und eine Frage von pädagogischer Qualität, ohne die Frage der grundlegenden gesundheitlichen Qualität zu stellen, würde ja so tun, als wenn das tatsächlich überall der Fall wäre. Wir wissen aus den Armutsstudien, wir wissen es auch aus NIFBE-Projekten, dass doch für einen größeren Teil auch der Mädchen und Jungen hier in Niedersachsen so ungefähr ab dem 20. nicht mehr genügend Geld in den Haushalten ist, um überhaupt noch Nahrung zu bekommen oder gesunde Nahrung zu bekommen. Und bekanntermaßen ist es so, auch dazu haben Sie schon Hinweise bekommen, tatsächlich können Mädchen und Jungen ihren Kopf nicht gebrauchen, wenn sie ab 11 Uhr Hunger haben. Dann sind sie schlicht und ergreifend auch körperlich nicht mehr in der Lage zu spielen, sich die Welt anzueignen und zu lernen. Also eben solche Nachlieferungen sind ein Beispiel dafür, dass eben auf aktuelle Probleme immer wieder neu eingegangen wird. Das sind die schon genannten Übersetzungen der Qualitätsskalen aus amerikanischen Programmen der 80er Jahre als Ergebnis der Head Start-Programme sind diese entwickelt worden. Einmal für die Älteste ist die Kindergartenskala, das zweite ist die Hort- und Ganztagsangeboteskala und das relativ neueste ist die Skrippenskala, die dann eingesetzt wird und auf dieser Basis werden Feststellungen und pädagogische Qualitätsnoten vergeben. Die Tendenz, so etwas zu machen und sich zu vergewissern, ist auch auf Bundesebene da. Das ist zum Beispiel die pädagogische Qualität in Tageseinrichtungen für Kinder.
Das ist ein großes Bundesprojekt gewesen, das zusammengeführt. Da sind 252 Qualitätsziele drin formuliert. Ich glaube, Sie können sich vorstellen, dass 252 Qualitätsziele, wenn man die dann noch vielleicht gegebenenfalls untergliedert, die kann sich nicht mal Sie können sich die für eine Klausur merken. Und wenn Sie sie sich gemerkt hätten für eine Klausur, dann wäre das nach dem Modell, ich eigne mir das an, ich schreibe sie aufs Papier und dann sind sie wieder weg. Das heißt, es ist kein aktiver Prozess, in dem Qualität tatsächlich als relationaler Begriff aktiv mitentwickelt wird und dabei berücksichtigt wird, in welcher Weise die einzelne Fachfrau, der einzelne Fachmann, die einzelne Mutter, der einzelne Vater, das einzelne Mädchen und der einzelne Junge und die verschiedenen Gruppenkonstellationen gemeinsam wirken. Qualitätsentwicklung, deswegen also nicht Management, und da ist sehr hilfreich das Kinder- und Jugendhilfegesetz, SGB 8, dort können Sie das nachlesen. Also das, was ich einfordere, steht schlicht und ergreifend im Gesetz drin, dass wir das tun sollen, nämlich nicht zu managen, sondern Qualitäten zu entwickeln. Und dies hat ein sehr kluger Mensch namens Dr. Wiesner, der lange Jahre im Bundesministerium für Familie, Senioren, Jugend und Frauen tätig war, ganz bewusst in der Kommentierung hereingearbeitet. Nämlich, möchtest du nicht mehr? Ich habe es rot. Den brauche ich. Ich habe es rot gekennzeichnet, dass nämlich Inhalt, Umfang und Qualität der Leistungsangebote in der Jugendhilfe eigentlich vereinbart sein müssten. Dass dafür Entgelte vereinbart werden und dass dazu gehört eine Qualitätsentwicklungsvereinbarung. Und jetzt wird für Sie etwas möglicherweise Unverständliches kommen. Es ist auch nicht zu verstehen. Dieses steht seit 1998 in dem 78b drin. Und bis heute gibt es keine Ausführungsbestimmungen dazu. Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter hat sich bis heute, also die sogenannte Bagelje, hat sich bis heute da verweigert, Ausführungsbestimmungen dazu zu machen. Das Ergebnis ist, dass diejenigen, die für die öffentliche verantwortete Aufgabe Finanzen aufwenden, Bund, Länder, Gemeinden, Träger, Mütter, Väter, dass die, obwohl es im Gesetz drinsteht, kein prinzipielles Anrecht darauf haben, dass Qualitätsentwicklungsvereinbarungen auch wirklich realisiert werden. Das heißt also, Qualitätsentwicklung ist noch ein zu erstreitendes Gut. Ja, aber auf der einen Seite, alle sagen, Qualitätsmanagement ist toll. Auf der anderen Seite, wir haben überhaupt gar keine Vereinbarung, aufgrund derer zum Beispiel dafür Geld ausgegeben wird. Zum Beispiel dafür in den jeweiligen, sei es Pflegesatz oder Kostenverhandlungen, Gelder eingesetzt werden können. Das ist eine ganz, ganz große Diskrepanz. Eine Diskrepanz, mit der wir uns professionell sehr genau auseinandersetzen müssen. Vor allen Dingen, weil das in das Kinder- und Jugendhilfegesetz 1998 reingekommen ist, weil bereits damals und dann nochmal wieder neu die Bildungsinternationale, nämlich die Stimmen der Pädagogen, ich würde ja immer sagen auch der Pädagoginnen der Welt, nochmal deutlich gemacht haben, dass die wirklich gute und förderliche und unterstützende und nachzeichenbare und beschreibbare Qualität noch nicht erreicht ist, und sie beziehen sich dabei jeweilig auf 40 Qualitätsziele, auf die ein Mädchen, ein Junge ein Anrecht hat, die schon 1996 für ein 10-jähriges Aktionsprogramm formuliert wurden. Von den politischen Rahmenbedingungen, und da ist deutlich, es soll verantwortliche Behörden geben. Es soll gesetzlichen Rahmen geben, ja, haben wir. Aber es soll auch die Infrastruktur für Planung, Aufsicht, Unterstützung, Überprüfung, Aus- und Weiterbildung koordiniert werden.
Diese Koordination, da wir im Kulturföderalismus sind, macht jedes Bundesland für sich. Also haben wir alles mal 16. Und dann noch bei 6 verschiedenen Trägern. Also haben wir die Regelungen, Sie können selber ausrechnen, was 6 mal 16 heißt, im Feld für jedes Bundesland. Und dann haben wir noch 6 Ebenen, nämlich von der kommunalen Ebene bis zur internationalen Ebene der OECD. Sie haben sicherlich schon gehört, dass zum Beispiel Starting Strong oder dass eben die Qualität aller Bildungsprozesse von der OECD regelmäßig reportiert wird, also ein Report gemacht wird, und dass wie bei allen internationalen Untersuchungen Deutschland so mit dem 24. Platz so knapp im Mittelfeld ist und leider bei der letzten Untersuchung Niedersachsen innerhalb von Deutschland den letzten Platz hat und innerhalb von Europa den letzten Platz hat. Das heißt also, wir haben alle guten Grund, darüber nachzudenken, dass vielleicht die so selbstverständlichen Qualitäten noch alle gar nicht da sind. Ein entscheidender Punkt dabei ist, in dem Qualitätsnetzwerk damals wurde schon 96 formuliert, dass für die 0- bis 5-Jährigen nicht weniger als 1% des Bruttoinlandsproduktes genutzt werden sollte. 1% des Bruttoinlandsproduktes nur für die 0- bis 5-Jährigen. In Deutschland wird aber für das gesamte Bildungswesen von 0 bis durch die Studiengänge durch insgesamt nur 5,4% des Bruttoinlandsprodukts. Also alle Ausgaben und alle Finanzen, die in irgendeiner Weise für das öffentliche Leben verausgabt werden. Und 1% sind es noch lange nicht. Dieses ist auch noch mal 1990 im 8. Kinder- und Jugendbericht gefordert worden, dass 3% aller Jugendhilfeausgaben für Jugendhilfeforschung aufgewendet werden sollte. Ist auch noch nicht da. Ein Teil, nämlich 5%, sollten für Beratungs- und Unterstützungsleistungen, das wäre Fachberatung, für Fortbildung, für Forschung und Aussicht. Elternbeiträge sollen 15% des monatlichen Haushaltsnettoeinkommens nicht überschreiten. Da mittlerweile 35% aller Erwerbstätigen zusätzliche Hartz-IV-Kosten für sich beantragen müssen, Sie haben das sicherlich gestern oder vorgestern in den Nachrichten gehört, weil ihr über Erwerbsarbeit erreichtes Entgelt, also das, was sie einnehmen, nicht dazu reicht, um ein Leben zu gestalten. Und von dem sind dann nicht nur 15% monatlich für eine Kindertagesstätte, sondern deutlich mehr. Und nicht alle, die im Niedriglohnsektor sind, bekommen dieses voll ersetzt. Die öffentlich bezuschusste Einrichtungen sollten für mindestens 90% 3 bis 6, das ist in einigen Regionen, und mindestens 15% unter 3. Dieses ist auch in einigen Regionen erreicht. Die Planzahl in Deutschland, die eine quantitative Qualität ausmachen würde, die 35% sind noch lange nicht erreicht. Das ist das, was zurzeit angestrebt wird. Flexible Öffnungs- und Besuchszeiten haben wir an einigen Stellen in Großstädten, insbesondere da, wo die Kindereinrichtungen firmennah sind, wo nämlich die Firmen Interesse daran haben, dass Mütter und Väter flexibel arbeiten können. Und in der Richtung geht auch der 8. Familienbericht, der vor ungefähr 4 Wochen realisiert ist. Es sollte Wert auf Vielfalt gelegt werden und es sollten möglichst Stereotypisierungen, also Denkkonventionen, abgelehnt werden. Und der gleichberechtigte Zugang für behinderte Kinder sollte erreicht werden mit entsprechender Ausstattung. Dieses, da kann ich leider auch nur das Beispiel Lüneburg, weil es da durchgezählt ist, es gibt 15 Schulen, die dafür möglich wären, von denen sind nur 2 vollständig behindertengerecht. Auch nicht alle Universitäten sind behindertengerecht, auch nicht alle Hochschulen sind behindertengerecht, also da ist noch ganz, ganz viel zu tun. Konkretisiert sollen diese Rahmenbedingungen dann werden in Bildungszielen. Und da steht an allererster Stelle, und auch da haben Sie in den anderen Vorlesungen schon was zugestellt, die Selbstständigkeitsentwicklung und die Entwicklung eines positiven Selbstkonzeptes. Also, dass Mädchen und Jungen für sich in Kindereinrichtungen erfahren können, dass sie selber
etwas wert sind, dass sie etwas können, altersangemessen, entwicklungsangemessen, dass sie eine pädagogische Unterstützung erfahren können, aber nicht, dass sie quasi zugerichtet werden für die Grundschule. Auch die Vielfalt der Sprachen sollten sich, und vor allen Dingen, sie sollten sich auch in der Gemeinde orientieren können. Das heißt also eine ganz klare Gemeinwesenorientierung. Sie haben auch schon einiges gehört über mathematische, biologische und sonstige Kenntnisse. Und das nächste Beispiel ist auch wieder eins. Auch wir in Niedersachsen haben seit 5 Jahren Sprachförderung. Ein Landkreis dieses Landes hat nach 5 Jahren diese Sprachförderung analysiert und ist zu dem ernüchternden Ergebnis gekommen, dass trotz hoher Investitionen die heutigen Mädchen und Jungen im Alter von 5 Jahren schlechter sprechen als diejenigen, die keine Sprachförderung hatten. Sie können überlegen, was das mit dieser Cartoon zu tun hat. Ganz kurz interpretiert: Im oberen Bild sind alle glücklich, zufrieden, es wird eine Menge gesprochen, es wird geredet, gelacht, es wird Sprache als etwas Erlebensfähiges, als etwas Erfahrungsnahes praktiziert. Und dann kommt die Disziplinierung, Beeilung, Stress wird ausgeübt, ganz viel Stress, weil nämlich Mehmet, wahrscheinlich ein Junge mit Migrationshintergrund, wie man das heute nennt, muss zur Sprachförderung. Der wird also rausgerissen aus seiner jetzigen Situation in seiner Gruppe und wird einzeln gefördert. Muss uns zu denken geben, ob das vielleicht eine angemessene Qualität ist. Solche Situationen finden sich dauernd. Dann wird befunden, in dem schon 96, dass ein Personalschlüssel eine Grundlage sein könnte, nämlich 4 Plätze für Mädchen und Jungen unter 1 Jahr, 6 Plätze für 1- bis 2-Jährige mit jeweilig einem Erwachsenen, 8 für 2- und 3-Jährige, 15. Von diesen Personalbemessungsgrundlagen sind wir noch ganz, ganz, ganz weit entfernt. Es gibt immer mal irgendwo eine Mustereinrichtung, es gibt immer mal irgendwo eine Selbsthilfe, der das gelingt. Aber was meistens überhaupt nicht gelingt, ist ausreichend Ersatzfachkräfte, um den Personalschlüssel dann aufrechtzuerhalten, wenn eine Grippeepidemie ist, wenn irgendwer ansonsten krank ist, was ja eigentlich ganz üblich durchaus ist und auch erlaubt ist, dass irgendwer mal krank ist. Für das Personal, das Sie dann möglicherweise auch mal an dieser Stelle mit bedenken müssten, wenn ich hier umgucke, ist auch das hier im Raum nicht realisiert, unter 29, 20% des Personals sollten Männer sein. Das ist auch nicht erreicht, noch lange nicht erreicht, auch wenn in 13 von 16 Bundesländern zurzeit europäische Modellversuche zu Männern in Kitas laufen. Nur die Frage ist, möchten wir das und wie sieht das aus? Welche Sorte und welche Qualifikationen und was sollten Männer können und was sollten Männer und Frauen können, damit das dann auch entsprechend das qualifizierte Personal ist, das dann nach einem festgelegten Tariflohn bezahlt wird. Denn das soll vergleichbar sein dem Gehalt von Lehrerinnen und Lehrern. Da haben wir noch eine riesen Diskrepanz. Und dann sollte auch zusätzlich noch eine pädagogisch-theoretische Ausbildung sein. Mehr Männer in Kitas, ich habe es kurz angesprochen, da wird versucht, eine veränderte Qualität zu machen. Es soll Erfahrungen gesammelt werden, es sollen nachhaltige Wirkungen erreicht werden, aber gleichzeitig, ich habe gehört, dass Sie sehr viel nachlesen, dann lesen Sie doch einfach auch mal auf der Seite von Männer in Kitas oder von Migitas, das ist jetzt speziell in Baden-Württemberg das Programm, da sehen Sie ein Logo, das habe ich leider nicht mehr draufgekriegt, das Logo, da steht dann ein Mann so über lauter kleinen Frauen. Ich glaube, es gibt dann einige Bundesländer, die haben gesagt, nee, wir wollen das nicht mit diesem Logo machen. Daraufhin hat das Bundesministerium gesagt, wenn sie das Logo nicht nehmen, müssen sie das Geld zurückgeben. Das heißt also, es gibt
eigentlich die Botschaft ist, wir wollen qualifizierte Männer für eine veränderte geschlechtsspezifische Qualität, für einen stärkeren Ausgleich, für dafür, dass tatsächlich, man hat dann immer noch die Zweigeschlechtlichkeit, aber wir wollen, dass Männer und Frauen repräsentiert sind in Einrichtungen. Ist ja erstmal vollkommen okay, aber da muss ich auch sagen, in welcher Qualität. Das Gleiche gilt für die Innen- und Außenräume und für die Gesundheit. Das steht eben, wie gesagt, nicht 96 nicht das erste Mal auf dem Papier. Aber Sie sehen, wenn 2012 eine Nachlieferung sein muss in Bezug auf Medikamentengabe, dann ist auch das bis heute noch keine durchgängige Wirklichkeit. Es geht noch weiter, dass es eben, dass Mütter und Väter mit einbezogen werden sollen, dass bei der Einstellungspolitik Wert darauf gelegt wird, dass ethische und ethnische Vielfalt berücksichtigt werden. Es sollen Verbindungen zum Bezirk, zum Gemeinwesen da sein und das Grundverhältnis zu Müttern und Vätern soll ein partnerschaftliches sein. Und dann kommt auch an dieser Stelle Evaluation und Qualitätssicherung. Aber wichtig ist dabei der englische Titel, weil Performance Targets ist schlicht und ergreifend eine andere Übersetzung als Qualitätssicherung. Und Sie können gerade Anfang diesen Jahres können Sie auf der englischen Seite des Departments for Education and Skills nachlesen, wie eine bundesweite, also in England bundesweite Selbstdarstellung von Fachkräften in England dann praktiziert wird über eine Internetbefragung und dann ausgewertet wird. Und es wird ganz präzise beschrieben, was erfragt wird und präzise beschrieben, was nicht erfragt wird. Das heißt also eine sehr ehrliche Befragung. So etwas haben wir bisher bei uns noch nicht, sondern wir sind auf dem Weg. Ein anderer Weg, sich um Qualitäten in besonderer Weise verdient zu machen, ist das Beispiel Schweden, das ja auch in den PISA-Bereichen immer sehr, sehr gut abschneidet. Man kann also mit Fug und Recht sagen, Schweden hat insgesamt eine bessere pädagogische Qualität. Die sind immer unter den ersten dreien, genau wie Finnland. Und dieses hier ist ein Beispiel, das Sie nachlesen können, wo eine ganze Region mit 150 Leuten sich hingesetzt hat und diesen Baum der Erkenntnis erarbeitet hat als ein Instrument, mit dem Mädchen und Jungen selber, Mütter und Väter selber, das pädagogische Personal selber nachzeichnen kann, wie denn im Verlauf des pädagogischen Prozesses von 1 bis 16 Jahren die Grundformen wie zum Beispiel Solidarität, Partizipation, Demokratie, Zivilcourage, Mut erreicht werden können und wie dieses dann gemeinsam auf das Niveau des Bildungsjahres 16, nämlich das ist das, was in Schweden angestrebt wird, dass alle das 16. Lebensjahr erreichen. Nur, sie machen es nicht, indem sie die Mädchen und Jungen durch die Kindertagesstätten, durch die Vorklassen, durch Ähnliches sitzen bleiben lassen, sondern wer langsamer lernt, kriegt 2 Jahre zugegeben. Sodass am Ende von 16 Jahren jedes Mädchen, jeder Junge in Halmstadt zum Beispiel ein solches Heft hat und definitiv selber sagen kann, was er oder sie alles kann. Und Sie erinnern, es war eines der höchsten Ziele, ist Selbstwirksamkeit und Selbsteinschätzung und Selbstbestimmung. Das kann ich natürlich nur erreichen, wenn ich mit Mädchen und Jungen und mit Fachfrauen und Fachmännern erarbeite, wie sie sich selber genau in dieser Weise in die Auseinandersetzung hineinbringen können. Und dass das immer eine Gratwanderung ist, das ist ein entsprechendes Bild. Das ist immer eine Gratwanderung zwischen Laissez-faire und Verschulung. Das, was Sie wahrscheinlich auch in Ihrem Leben erlebt haben und wir meistens in pädagogischen Einrichtungen, ist ganz, ganz viel Verschulung und ganz, ganz wenig Freiräume. Wenn wir professionell damit umgehen wollen, zum Beispiel hinsichtlich Raumqualitäten, Zeitqualitäten, Personalqualitäten, ist diese Gratwanderung neu zu machen und dieses ist jetzt nur zum Angucken. Das muss dann irgendwann alles erarbeitet werden. Wenn eben tatsächlich eine gute Qualität dabei herauskommen soll, müsste dieses ganze Feld bearbeitet sein. Von den sozialen, den Grundlagen der sozialen Dienstleistungen bis hin zu den Rechten,
denn, und das Rote in der Mitte ist alles das, was dann die Qualitäten ausmacht, weil bisher, ich glaube, ich habe es ein bisschen vorstellen können, ist alles, was wir machen, noch nicht mehr und nicht weniger als Rechtsverwirklichung des Grundgesetzes. Das ist nichts Revolutionäres, was ich erzählt habe. Auch die Kritikposition hat nichts Revolutionäres. Es ist gar nicht wahnsinnig ansprüchlich. Weder praktisch noch theoretisch wahnsinnig ansprüchlich. Das kann man auch alles machen. Aber das Entscheidende ist, das Grundgesetz ist bis heute nicht verwirklicht. Und wenn wir in einer Unrechtssituation über Qualitätssicherung reden, dann reden wir über Qualitätssicherung unter den Bedingungen einer sozialen Unrechtssituation. Nicht unter den Bedingungen sozial gerechten Umgehens mit Mädchen und Jungen im Generationenverhältnis, im Geschlechterverhältnis. Und dementsprechend brauchen wir die Analyse dieses gesamten Bereiches. Dann kommt, wenn man das macht, kommt dabei heraus, dass tatsächlich eine Modernisierung gedacht werden und Qualität in diesen ganzen Kontexten, die hier jetzt wirklich nur als Bild sind, sodass Sie die nacharbeiten können, wenn Sie das möchten, dass wir eben in diesem gesamten Bereich zu neuen Verantwortlichkeiten, aber auch zu neuen Forschungen kommen müssen. Das kann man alles ausformulieren, das ist jetzt wirklich nur zum Nachlesen, denn das ist das Ergebnis dieses Analyseschemas, mit dem wir jetzt mittlerweile auch eine Menge arbeiten und herausarbeiten konnten. Dann, wenn man das macht, zum Beispiel, wer alles über welche Veränderungen zurzeit in Hochschule nachdenkt, weil das gehört ja zur Qualitätsentwicklung dazu, dass die Argumentation ist, Qualität ist was Gutes, Qualität kriegt man über Akademisierung, Akademisierung führt zur Professionalisierung. Und wenn man das dann macht, dann diskutieren in Deutschland ganz viele Leute darüber. Und zwar die alle. Es sind mit Sicherheit noch lange nicht alle, aber das sind alles gesellschaftliche Gruppierungen, die sogenannten gesellschaftlich relevanten Gruppen, die zurzeit alle darüber nachdenken, wie ihr Studium aussehen sollte. Und über verschiedenste Qualitäten und Qualitätskonzepte. Nur eine Einigkeit hat bisher noch nicht stattgefunden. Also ist auch das auszubuchstabieren. Und zwar ist das deswegen so notwendig, nicht deswegen, um Ihnen so wahnsinnig viel Arbeit zu machen, sondern es geht, wenn man es ernst meint mit der Qualitätsentwicklung, geht es um so etwas wie Lebensqualität für alle Beteiligten. Es geht um Erwerbsarbeitsqualität. Es geht um Bildungsqualität, Gleichstellungsqualität, Versorgungsqualität und die Sicherheit, soziale Sicherheit in allen Lebenslagen. Und das wissen wir nun mittlerweile tatsächlich vollständig. Davon ist nicht ein Teil alleine zu haben, sondern Sie werden und wir alle sind, so wie wir hier sind, auch wenn wir uns im Moment konzentrieren mit dem Blick auf den Elementarbereich, also Pädagogik der Kindheit, in dem Feld der Sozialpolitik fachlich zuständig für 60 Lebensjahre der Menschen. 0 bis 30 am Anfang des Lebens und 30 bis 40 am Ende des Lebens. Das ist die öffentliche Verantwortung, die Sozialpolitik, Sozialpädagogik, Elementarpädagogik, Bildungspolitik übernommen hat. Das heißt also, wir können nicht nur einen kleinen Teil denken, sondern müssen die ganzen Folgen mitdenken, weil daran hängt die Standortqualität von Deutschland. Wenn das nicht gelingt, und es sieht momentan aus, dass es durchaus etliche Schwierigkeiten gibt, dann passiert in dem Sinne das, und es wird, einige erwarten das schon, schreiben schon darüber, dass wenn Deutschland nicht deutlich mehr in den Bereich investiert und diese Zusammenhänge zum Thema macht, dass dann die Wirtschaftlichkeitssituation in Deutschland deutlich gefährdet ist und dass der soziale Frieden ebenfalls deutlich gefährdet ist. Und ich denke, den sozialen Frieden zu gefährden, ist schon ein sehr, sehr hohes Gut, da wo man sehr, sehr viel drüber nachdenken sollte, ob das zum Beispiel für Sie als Angehörige der nachwachsenden Generation und dann wiederum für Ihre Kinder, Mädchen und Jungen, ob Sie so etwas wollen. Das, was in den nächsten 5 bis 6 Jahren entschieden wird in der Frage von Qualität, ist, wer kriegt die Definitionsmacht? Wer sagt also, was gutes Leben ist? Wer sagt, was gute Bildung ist? Wer sagt,
wofür Entgelte gezahlt werden, von denen gelebt werden kann. Wer ist in welcher Weise anerkannt? Also geht es um Definitionsmacht, Definitionsverhältnisse, gesellschaftliche Zuständigkeiten. Und das ist natürlich deutlich mehr an Denkanstrengungen und an Denk- oder Erarbeitungsanstrengungen, als wenn ich irgendeine Evaluationstechnik anwende. Ich muss mir nämlich klar werden, welche Geschlechterverhältnisse, welche Generationenverhältnisse, welche Entgeltverhältnisse und welche Anerkennungsverhältnisse professionell auszugestalten sind. Für die Kindereinrichtungen zum Beispiel fängt es gerade jetzt erst an, in der Frage zum Beispiel der Generationenverhältnisse. Erst jetzt, gerade in diesem Jahr, ist es einigen wenigen aufgefallen, dass die Zusammensetzung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Oma-Enkelin-Verhältnis ist. Weil der größere Anteil derjenigen, die über 55 sind, sind erstens ganz eindeutig Frauen, sind festangestellt und sind über 30 Jahre im Job. Das sind mehr als 50% schon. Und diejenigen, die jung in die Kindereinrichtungen reinkommen, sind ungefähr bis 33 Teilzeit angestellt und können von ihrem einen Job nicht leben. Das heißt also, wir haben ein Generationenverhältnis mit neuem Sprengstoff. Es prägt sich mittlerweile aus und dadurch, dass ich da mal schon einen Vortrag zugehalten habe zu den Projekten, dauernd fragen mich Leute, wieso habt ihr das denn schon analysiert? Ich sage ja, weil demografischer Wandel, den gibt es nicht erst seit 2012, sondern der demografische Wandel zeichnet sich seit den 70er Jahren ab und wurde dann nochmal deutlich verändert in der deutschen Einheit 1990. Also das konnte man alles voraussehen, was wir da heute haben. Jetzt finden das erste Projekt des Europäischen Sozialfonds in Hamburg statt, wo gefragt wird, wie wird man denn eigentlich als Arbeitnehmerin alt in einer Kita? Und was heißt das eigentlich, wenn quasi in Anführungsstrichen die Großen und die Alten in einer Kita die gesicherten Arbeitsverhältnisse haben und diejenigen, die neu reinkommen, das könnten auch Sie sein, ungesicherte Arbeitsverhältnisse, Teilzeitarbeitsverhältnisse und vielleicht 2, 3 Arbeitsverhältnisse brauchen. Sie sehen, es ist nicht eine Frage der Qualität, nur eine pädagogische Qualität oder nur eine wirtschaftliche Qualität, sondern es geht ganz existenziell unter anderem darum, wer kann professionell angemessen in dem Feld arbeiten, wie sieht diese Arbeit aus, wie wird sie entgolten, welche Qualitäten will diese Gesellschaft eben nicht nur für Bildungsprozesse mit Mädchen und Jungen, sondern für die Ausgestaltung und die Weiterentwicklung der Profession und keine Technik. Insofern ist es eine professionelle Aufgabe und in diesem, wir sind tatsächlich in dem Professional Battle drin. Sie haben es auch in den letzten Tagen gehört und dann darf man eine Anfrage an die Vorstellung unserer Bundesregierung machen. Als Schlecker nun insolvent war, haben gleich 3 Personen gleichlautend gesagt, nämlich die Bundesministerin, die Bundesanstalt für Arbeit, ja, dann können wir doch diese Frauen, das sind alles gestandene Frauen, die können wir dann doch zu Erzieherinnen umbilden oder zu Altenpflegerinnen. Sie sind alle, nein, einer hier ist nicht zu jung dafür, aber der kennt sie noch, aber die anderen werden die Miekätzchen alle nicht mehr kennen. Die Miekätzchen waren Grundschullehrerinnen in Zeiten der 60er Jahre, als es fast keine Grundschullehrerin gab, gab es einen Minister, der Herr hieß Miekat. Und der hat durchgesetzt, dass Grundschullehrerinnen eine 4-semestrige Kurzausbildung bekamen und nach 4 Semestern dann in die Grundschulen gingen. Und deswegen hießen diese Lehrerinnen Miekätzchen. Es ist leicht vorstellbar, dass die Frauen, die jetzt von Schlecker freigesetzt werden auf dem Arbeitsmarkt, dann irgendwann als noch billiger entgoltene Schleckerli in die Kindereinrichtungen kommen. Das ist eine ganz fürchterliche Vorstellung. Eine ganz fürchterliche Vorstellung, wie einfach über die Köpfe dieser Frauen hinweg ein Vertreter des entsprechenden Arbeitsmarktes da tätig wird, ohne zu berücksichtigen, was dabei eigentlich alles an Verantwortlichkeiten auszugestalten wäre und was damit ganz direkt jedwede Variante von Qualität tangiert.
Weil wenn ich also bereit bin, gegenüber, das ist das, was heute existiert an Ausbildungen. Die verschiedenen Varianten haben wir. Sie sitzen in einem der Studiengänge Bachelor, Master an einer Universität und erwerben Kompetenzen. Die anderen Bildungsgänge gibt es aber auch alle. Und dann wird gesagt, also nee, wir brauchen das eigentlich alles gar nicht, sondern wir machen diese Ausbildung oder aber, wie dieses Brandenburg gesagt hat, wenn denn Männer nur handwerklich organisiert sind und handwerklich ausgebildet sind, dann brauchen die auch nur 2 Jahre Ausbildung und dann sind die kompetent für jedwede Arbeit in Kindereinrichtungen. Da tut man weder den Männern einen Gefallen mit, weil man im Grunde genommen sagt, ihr braucht nichts zu lernen, ihr müsst auch nicht wirklich Beziehungsqualitäten ausgestalten können, ihr braucht auch im Grunde genommen, sondern ihr sollt mal Handwerker bleiben. Und ihr sollt dann mit den Jungs den Zaun fertig machen. Das ist in jedem Fall auch den Männern nicht angemessen. Aber es ist gleichzeitig eine Abwertung der Frauenberufstätigkeit, denn immerhin ist auch die nicht-akademischen Ausbildungen zwischen 3 und 5 Jahre lang, die akademischen ebenfalls. Das heißt also, es ist de facto eine Abwertung. Und damit würden dann die Rahmenbedingungen für die zukünftige Gesellschaft nicht angemessen berücksichtigt, weil wir müssen, auch dieses ist nicht ganz neu, sondern ist vom Bundesjugendkuratorium bereits 2002 formuliert worden, wir müssen dran denken, in allen Bildungsprozessen im Hinblick auf die Analyse und die Realisierung von wie immer gearteten Qualitäten, sie müssen zumindest gewährleisten, dass diejenigen, mit denen gearbeitet wird, genügend darauf vorbereitet sind, dass es eine Wissensgesellschaft ist, in der wir leben. Nämlich auch da wieder die Punkte, die Sie mit Sicherheit bei Schäfer schon gehört haben. Mädchen und Jungen brauchen Neugier. Sie müssen lernen wollen. Sie müssen lernen können dürfen. Probleme lösen. Kreativität tätig werden. Wir haben aber auch eine Risikogesellschaft. Das heißt also, ist auch eine Kompetenz, nicht nur in der Profession, sondern im ganzen Leben, nämlich sich selber zu organisieren und Ungewissheit zu ertragen. Wir haben aber auch eine Arbeitsgesellschaft, der die Arbeit nicht ausgegangen ist, aber in der immer höhere Anforderungen gestellt werden und in der immer schlechtere Bedingungen existieren. Zunahme der Teilzeitquote, Zunahme der zerlöcherten Arbeitsbiografien. Gleichzeitig möchten wir aber eine Gesellschaft haben, die demokratisch bleibt. Demokratisch ist noch lange nicht alle pädagogische Arbeit als Qualität in Kindereinrichtungen. Aber es soll auch nicht nur Demokratie im Sinne von wählen können, sondern Mädchen und Jungen und ihre Mütter und Väter sollen dazu befähigt werden, ihre Meinung frei zu vertreten und sich für öffentliche Angelegenheiten einsetzen zu können. Bei 7 Millionen Analphabeten und funktionalen Analphabeten, für die gilt das erstmal schon mal nicht. Sie wissen, was funktionale Analphabeten sind? Das sind diejenigen, die durch eine vollständige allgemeinbildende Schule gegangen sind, aber die an keiner Stelle in dem allgemeinbildenden Schulwesen in irgendeiner Weise deutlich darauf hingewiesen und unterstützt worden sind, dass sie lesen und schreiben können, sodass sie also mit einem vollen Schulabgang, keinem Abschluss, einem Abgang, trotzdem Analphabeten sind. Als Funktion der allgemeinbildenden Schule. Dass die natürlich Schwierigkeiten haben, in einer Welt, die in zunehmendem Maße auf Schriftlichkeit basiert, demokratisch tätig zu werden, denn zum Beispiel SMS und Internetbotschaften ist nun mal Schriftlichkeit. Das Telefon ist deutlich abgelöst durch Schriftlichkeit. Alle diejenigen, die Analphabeten sind, können an aller schriftlichen Kommunikation nicht teilhaben. Und 7 Millionen, das sind nicht ganz 9%, aber das ist so viel, dass es uns zu denken geben müsste. Wir haben aber auch noch eine besondere Qualität von Zivilgesellschaft. Und eben, wie gesagt, in Deutschland ist es bisher erst im Modellversuchen üblich, dass Partizipation in Kindertagesstätten als eine besondere Qualität herausgestellt wird. Solidarität, soziale Netzwerke gibt es auch sehr hervorragend an etlichen Stellen, aber eben an etlichen Stellen, nicht durchgängig. Und es ist noch lange nicht durchgängig Wirklichkeit,
dass es ein selbstverständlicher Wert ist, dass Solidarität tatsächlich praktiziert wird. Das Gleiche gilt für die Einwanderungsgesellschaft. Die vollständige Wertschätzung als eine entscheidende Qualität ist an der Stelle noch nicht gegeben, sodass das alles ausgearbeitet werden müsste. Also von der Berufsfachschule bis in die Universität müssten für insbesondere die Berufe, die Sie erlernen und die Berufe, in denen wir hier tätig sind und forschend tätig sind, der öffentliche Gestaltungsauftrag als Rechtsverwirklichung und die fachlich professioneller Anspruch verwirklicht werden, ausgearbeitet werden und tatsächlich weiter daran gearbeitet werden, auch durchaus im Sinne eines permanenten Entwicklungsprozesses, weil eben eine Festlegung der Qualitäten geht nicht. Und wenn wir jetzt in den Begriffen des Titels bleiben, dann kommt dabei heraus, dass Qualität und Qualitätsmanagement ohne Professionalität und ohne Forschung nicht zu gestalten sind. Das bleibt also weiterhin die Aufgabe der Gegenwart und der Zukunft. Und darüber sollten wir jetzt diskutieren und intensiver daran arbeiten. Danke Ihnen. Ganz lieben Dank für diesen kritischen Blick auch auf Entwicklungen und auch auf Tendenzen, die uns natürlich alle als Gesellschaftsmitglieder und auch als zukünftige Absolventinnen und Absolventen auch natürlich betreffen. Die Diskussion ist eröffnet. Gibt es vielleicht erstmal Nachfragen zum Verständnis? Ich denke mal, es wurde relativ deutlich dargestellt, aber falls doch, ja. Ich würde gerne noch ein bisschen mehr über diese Gratwanderung zwischen Verschulung und Laissez-faire. Also inwieweit das geht, Sie sagen ja einerseits, dass es eine Verschulung gibt, also dass es genug institutionelle Möglichkeiten gibt, sich weiterzubilden, aber andererseits... Auch ein Beispiel, woran Sie das gut sehen. Auch Niedersachsen investiert ganz viel Geld zum sogenannten Brückenjahr, wo Erzieherinnen und Grundschullehrerinnen gemeinsam den Übergang von der Kindereinrichtung in die Grundschule gestalten sollen. Es wird ganz viel darüber nachgedacht, wie die ersten 2 Jahre in der Grundschule sein sollten, dass da Elemente des Sich-Aneignens, des Aktivseins stattfindet. So. Ist eigentlich eine ganz gute Idee zu denken, ich denke mal zumindest so vom ersten Lebensjahr bis zum 10., 12. Mädchen und Jungen in einem kontinuierlichen Weiterentwicklungsprozess. So, das ist die eine Seite. Das wäre jetzt alles das, was man im positiven Sinne man lässt es passend geschehen, man unterstützt es und baut es auf. Jetzt kommt aber dann die ganz große Gegenbewegung, die ganz besonders stark auch in Niedersachsen ist. Nämlich, dass die Einschulung zu einem neuen Ritual gemacht wird. Alle Mädchen und Jungen kriegen im Januar bereits mittlerweile, in den letzten 5 Jahren angestiegen, Tornisterpartys angeboten von Autounternehmungen, in denen dann intensivst im Rahmen von Festivitäten, die fernsehähnlich sind, dann der Verkauf von Tornistern angeregt wird. Das heißt also, ab Januar kriegen die 5-Jährigen gesagt, hallo, es gibt keinen fließenden Übergang, da gibt es keine Kontinuität, sondern jetzt kommt was Neues, jetzt kriegst du einen Tornister. Mädchen vorzugsweise in rosa mit Lilifee drauf, Jungens Angebot ist von Segelschiffen bis zu dem Spider-Man. Spider-Man ist momentan ganz wahnsinnig wichtig für die kleinen Jungs. Das fängt im Januar an. Ab da, bis eben zur Einschulung und der Protest, ich weiß nicht, ob Sie ihn letzte Woche gelesen haben, Niedersachsen hat sich dazu entschieden, nicht mehr 2 Samstage zur Einschulung zu machen, nach Beginn des Schuljahres für die Erstklässler. Da waren aber längst die Gaststätten und Restaurants gebucht für dieses Jahr. Sondern Niedersachsen hat gesagt, es schult einen dienstags und mittwochs. Da kann man mal keine Familienfeier machen. Also weil in den letzten 5 Jahren ist ganz stark angestiegen, dass also die Einschulung, also Ausstattung des Tornisters, Tüte, dann ein ganz hochstehendes Material im Tornister, also dass Familienfeiern gemacht wurden, was ja nicht schlecht ist. Und dann kommt noch dazu, dass in etlichen Regionen, nicht in allen Regionen von Niedersachsen, aber im Norden insgesamt, Zeitungsbeilagen gemacht werden, wo drin steht, welche Mädchen und Jungen wo eingeschult werden.
und welche Klassenlehrerin oder Klassenlehrer sie kriegen. Das heißt also, ich habe auf der einen Seite pädagogische Kontinuität als wirklich teures Programm in Niedersachsen, es ist viel Geld reingeflossen. Und auf der anderen Seite hat sich die Industrie, Autoindustrie in Kombination mit Tornisterindustrie, mit Linealen und Stiften und was man da so alles dann da hat, in eine Vermarktung der Einschulungsphase hineinbegeben. Das ist eine ganz klare Trennung, weil wer nicht reich ist, kann das gar nicht ausgestalten. Also Einschulung ist heute teurer als Konfirmation oder Kommunion. Sehen Sie da den, das ist der, diese, immer diese Gratwanderung. Ich will was Richtiges, eine Kontinuität und dann kommt eine Vermarktlichung dazwischen, die eben die Kontinuität im Grunde genommen vollständig zerstört und ein neues Ritual setzt. Ja, wenn man schon als 5,5-Jährige oder knapp 6-Jährige oder Jähriger in der Zeitung steht, dann hat man nicht mehr den Mut zu sagen, ich komme mit dieser Lehrerin nicht klar, sondern dann habe ich da drin gestanden und dann bin ich da. Also muss sich die ganze soziale Konstruktion vorstellen, die daraus entsteht. Und das ist jetzt dann genau diese Trennung, diese Gratwanderung. Welche Botschaften will ich denn eigentlich unterstützen? Was ist denn da jetzt nun dran Qualität? Heißt das im Klartext, die Schule sagt, alles, was vorher war, ist nichts gewesen? Wie sieht das mit auf einer Augenhöhe zwischen Erzieherinnen und Lehrerinnen aus? Das ist jetzt ein Beispiel, wo es einfach in den letzten Jahren immer stärker geworden ist, die Ritualisierung der Einschulung und die Gegenbotschaft, wir wollen Kontinuitäten. Und beides, man kann beides für beides Gründe finden. Nur beides zusammen macht die Kiddies irre und kirre. Und die Mütter auch, weil die nämlich ständig darum kämpfen, ob das jetzt nun der teure Turnisterteil sein muss oder und das Rosa oder ob es eventuell doch eine neutrale Farbe sein darf, die auch im dritten Schuljahr noch genommen wird. Gibt es weitere Nachfragen? Ja, bitte. Sie sprachen einmal von 6 Trägern, die es gibt. Trägergruppen. Ja. Also fahren da jetzt eigentlich nur kirchliche ein, so, und kommunale und was gibt es noch? Wohlfahrtsverbände. Also kirchliche Träger, die muss man dann auch nochmal unterteilen, also katholisch, evangelisch. Dann haben wir aber in den Trägerverbänden, das sind nochmal wieder 6, Caritas, Diakonie, DRK, AWO, Paritätische Wohlfahrtsverband und Zentralstelle der Juden in Deutschland. Das ist die Trägergruppe. Dann habe ich diejenigen, die frei gemeinnützig sind, aber weder kirchlich noch diesen Trägerverbänden angehören. Die 6, die ich genannt habe, sind die Ligaverbände. Die haben in jedem sozialen Bereich Angebote, also von Krankenhaus, Psychiatrie bis zu Kindereinrichtungen. Und dann gibt es aber noch so etwas wie Malteser. Die haben auch irgendwo Kindereinrichtungen, aber nicht durchgängig. Die sind also frei gemeinnützig, aber gehören nicht in die Ligaverbände rein. Dann habe ich die ganze Gruppe der Selbsthilfen. Das sind auch mittlerweile 90.000. Davon gibt es dann in jeder Kommune auch welche, die Kindereinrichtungen unterhalten. Und dann habe ich die privatwirtschaftlichen, also die privaten Organisationen, das sind zum Beispiel die niedergelassenen Tagespflegefrauen. Und dann habe ich die privatwirtschaftlich organisierten, das sind dann zum Beispiel Kindereinrichtungen bei Dornier, Riesenangebot oder auch Kindereinrichtungen, die von kleineren Unternehmungen gemacht werden für die mitarbeitenden Mütter, meistens Mütter. Ja, die 6 Gruppen habe ich, die existieren. Die können alle nebeneinander in einer Kommune existieren. Dann habe ich die Ebene, die da drüber organisiert, das sind die dann zum Beispiel, also als hier in Niedersachsen, Samtgemeinde oder Landkreis. Auf der Ebene der Träger, Bezirksverbände, so. Dann habe ich die Landesebene, also Niedersachsen als Bundesland mit den entsprechenden Ministerien. Dann habe ich darüber die Bundesrepublik, dann habe ich Europa darüber und dann sind die alle nochmal zusammengeschlossen, in der World Trade Organization, also in der Wirtschaftsorganisation und eben auf der Ebene gibt es dann noch mehrere internationale Organisationen und diejenige, die in den letzten 10 Jahren am meisten Einfluss auf das Bildungswesen ist eben die Wirtschaftsorganisation der OECD, weil die vor ungefähr 12 Jahren angefangen haben, regelmäßige Reports zu schreiben über die Entwicklung des Bildungswesens also im Weltmaßstab.
Und wo, also am allerdeutlichsten können Sie das nachlesen, diese OECD hat für Österreich 2006 einen relativ vernichtenden Bericht über die österreichische Situation gemacht. Daraufhin haben sich tatsächlich die österreichischen Ministerien für Wissenschaft und Kultur auf Bundesebene zusammengeschlossen und haben bis 2011, deswegen kann man da den Prozess so schön verfolgen, bis 2011 ein Gesamtkonzept für die Pädagoginnenbildung neu, auch das können Sie im Netz nachgucken, ausgearbeitet. Das ist jetzt noch alles keine Wirklichkeit, aber die haben wirklich diesen Report von 2006 genommen, haben gesagt, wir müssen alle möglichen gesellschaftlichen Gruppierungen danach fragen, was denn die zukünftige Qualität von den Universitäten bis in die Kindereinrichtungen sein sollen, in die Kindergärten. Und daraus haben sie ein Gesamtkonzept gemacht, das eben seit Sommer 2011, also jetzt knapp ein Jahr, versucht wird zu realisieren. So viel Einfluss hat die OECD. Und deswegen müssen wir dieses Gebilde, weil wir ja nur noch mal 16 Bundesländer haben, das Gesamtgebilde müssen wir immer überlegen, was taucht davon in jedem Bundesland auf. Deswegen haben wir immer so ein ganz geschichtetes, kann da so ein Schichtkäse draus machen. Ja, wir haben ein Verhandlungsfeld, das passt natürlich nicht überall. Wir haben Regionen, hier ist ja zum Beispiel eigentlich eine evangelische Region, aber gleichzeitig haben sie hohe Anteile an katholischer Lehrerbildung. Gemeinsam mit Vechta, ich glaube, die höchste Anzahl von Konkordatslehrstühlen, die es in einem ganzen Bundesgebiet gibt. Also das sind Lehrstühle, die vom Papst bezahlt werden. De facto. Und das hat sich Pius XII. 1942 ausgedacht, um die Diaspora, evangelische Religion von Münster aus, zu katholizieren. Können Sie alles auch historisch nachlesen. Ja, es existiert bis heute. Insofern ist das nicht gleich verteilt. Weitere Ergänzungen, Nachfragen? Oder Kommentierungen, genau. Oder Proteste. Das ist ja die Erwachsenenbildungstrias. Dürfen Sie gerne praktizieren. Wir können gerne diskutieren. Wenn nicht, dann schließen wir die Sitzung. Herzlichen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für die Anregung. Ich denke, wir nehmen einiges mit heute. Vielen Dank. Ich hoffe, gerne.